Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SozenTV. Heute ist Clara Geiwitz unser Gast. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Clara. Herzlich willkommen bei uns. Gerne. Ja, ich würde gerne direkt anfangen. Clara, wie bist du eigentlich damals in die Politik gekommen? Beziehungsweise wusstest du eigentlich relativ schnell, dass du politisch aktiv werden wolltest? Naja, eigentlich sind die Jusos schuld. Das war 1993. Damals haben die Jusos in Potsdam sich in meiner Lieblingskneipe getroffen. Das heißt, ich hatte einen persönlichen Kontakt. Und dann ist das, wie glaube ich, bei vielen so richtig bei mir losgegangen, als wir einen Wahlkampf hatten. In Potsdam, da ging es um den Oberbürgermeister und in der Stichwahl, da gab es noch zwei Kandidaten, einen von der SPD und der Gegenkandidat war von der Linkspartei SED, PDS, wie auch immer sie damals hieß. Und da habe ich gesagt, ey, das kannst du dir nicht vorstellen, dass 1993, also 3 Jahre nach der friedlichen Revolution, deine Heimatstadt wieder von so einem alten Kader regiert wird. Und da habe ich natürlich dann gesagt, dann unterstütze die Sozis. Dann haben wir einen ziemlich intensiven Wahlkampf gemacht. Also die Stichwahl war im Dezember. Jeder, der schon mal im Winter Wahlkampf gemacht hat, weiß, dass das wenig vergnüglich ist. Und es war natürlich auch so eine total polarisierte Stimmung. Also ganz viele Leute waren arbeitslos, viele waren weggegangen. Es war alles richtig im Umbruch. Die Leute waren auf der Suche nach Orientierung. Und da war natürlich auch mächtig Stimmung auf der Straße. Und das hat mich dann überzeugt, dass ich gesagt habe, also in so Zeiten, da musst du eigentlich mitmachen und nicht nur an der Seite stehen und irgendwie meckern. Und naja, wie das so einmal ist, wenn man bei den Jusos ist, dann kriegt man natürlich gleich irgendeine Aufgabe, irgendeine Funktion. Und dann war ich drin und bin auch nicht so richtig wieder rausgekommen. Also bei den Jusos schon, qua Alter, aber bei der SPD nicht. Ja, krass, ne? Vor allem in Ostdeutschland ist es ja auch nochmal anders gewesen. Ich meine, du hast dich ja auch sehr dafür eingesetzt, dass man auch die ostdeutsche Perspektive überhaupt mehr wahrnimmt. Wie hast du eigentlich den Eindruck, dass da mittlerweile sich auch ein Wandel getan hat oder haben wir da eigentlich immer noch sehr viel zu tun? Also wir hatten das ja exemplarisch jetzt, glaube ich, etwas unglücklich bei der Frage, wer wird jetzt Vizepräsident für den Deutschen Bundestag. Da gab es eine Kandidatin mit sehr guten Gründen, nämlich Dagmar Ziegler aus dem Osten, die gesagt hat, das wäre einfach ein wichtiges Zeichen, gerade am 30. Jahrestag, auch im Vorfeld von wichtigen Wahlen in Ostdeutschland. Und Ulla Schmidt hat gesagt, ich habe das schon mal sehr gut gemacht. Ich vertrete eine große Region mit NRW und es gibt auch gute Gründe, dass ich antrete. Und das ist natürlich jedes Mal eine neue Debatte und die ostdeutschen Landesverbände sind leider zwar total politisch relevant, weil sie an allen Regierungen beteiligt sind, aber die Mitgliedszahlen sind halt noch deutlich unter denen in Westdeutschland. Und das merkt man auch bei jedem Bundesparteitag so. Also da ist klar, die großen Landesverbände schicken ihre Leute erstmal im ersten Wahlgang in den Vorstand und dann gucken sie, wer dann noch so in der zweiten Runde mit dazukommt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es mehr Spaß miteinander macht, wenn man da irgendwann mal das System ändert. Was könntest du denn da vorstellen, wie man das vielleicht angehen könnte, um das einfach nochmal ein bisschen auch fairer gestalten zu können? Ja, also ich glaube, dass die Zeiten, wo man wo man diese Pakete geschnürt hat, wenn ich dich unterstütze, dann unterstützt du mich und so. Das ist auch so ein bisschen von früher. Ich finde, man sollte da auch den Delegierten mehr Freiheit geben, einfach die Leute zu unterstützen, die sie inhaltlich oder sympathisch oder wegen der Ausrichtung unterstützen wollen. Und wie würdest du sagen, sind so die politischen Herzensthemen in all der Zeit mittlerweile, die du jetzt schon in der Politik bist? Also am Anfang ist natürlich klar, als ich junge Stadtverordnete war, da war ich irgendwie 21 oder so, da wird man dann natürlich erstmal in den Jugendhilfeausschuss gesteckt. Das war auch ehrlich eine gute Schule, weil ich da sehr viel mit Sozialarbeitern zu tun hatte. Wir haben Qualitätsstandards für unsere Jugendclubs entwickelt. Wir haben aufgepasst, dass die Jugendclubs nicht alle zugemacht wurden. Ich bin dann relativ schnell auch in den Bereich Finanzpolitik gekommen, weil ich gesehen habe, da spielt eigentlich die Musik, da wird die Macht verteilt, da wird das Geld verteilt. Also dass ich dann, als ich im Landtag war, auch finanzpolitische Sprecherin war. Und so bei Ostfrauen ist es ja so, dass zu DDR-Zeiten natürlich sind Frauen gegangen, sind arbeiten gegangen, die waren häufig auch in Männerberufen unterwegs. Aber als ich dann ein, zwei, drei Kinder bekommen habe, ist mir schon aufgefallen, dass es da doch nochmal in der Politik, aber auch in der Gesellschaft insgesamt deutlich schwerere Möglichkeiten gibt für Frauen voranzukommen mit diesem ganzen Rucksack an Care-Arbeit, den sie da mit sich tragen. Und das hat mich eigentlich
dann so im Alter, würde ich das sagen, da hat mich das dann auch sehr stark zu einer Person gemacht, die sich für Frauenthemen engagiert. Und wo würdest du sagen, bist du da eigentlich noch weiter nachgebessert? Also ich habe auch gelesen, dass du dich halt eben auch selber als Feministin siehst und auch eben diese Themen weiter voranbringen möchtest. Wie könnte das für dich auch aussehen? Also wir haben letzte Woche haben wir einen Riesenerfolg erzielt. Wir hatten eine Arbeitsgruppe vom Koalitionsausschuss. Da war zum Beispiel Katja Masch dabei von der Bundestagsfraktion, Franziska Giffey und auch Christine Lamprecht und ich halt. Und wir haben mit der Union, also mit CDU und CSU wirklich hart gerungen um die Einführung von Quoten in Vorständen und in Aufsichtsräten. Und wir haben da ein richtig dickes Brett gebohrt, weil die natürlich eigentlich das nicht wollten. Jetzt haben sie es natürlich erfunden und uns davon total hart überzeugen müssen. Das ist dann immer das übliche Spiel. Weil ich glaube, dass, also wenn du dir anguckst, dass zum Beispiel diese ganzen freiwilligen Vereinbarungen zur Frauenförderung, die bringen nichts. Also die Unternehmen sollten sich eine Zielgröße geben, wie viele Frauen sie im Vorstand hatten. Und das waren echt hammerhart viele Unternehmen, die da gesagt haben, also meine Wunschzielgröße für Frauen im Vorstand ist genau genommen null. So, ja, da guckst du. Und das waren nicht wenige. Und dann haben wir gesagt, nee, also das geht dann irgendwie gar nicht. Dann gibt es halt jetzt ein Gesetz, wo dann entsprechend das festgelegt wird. Das ist für den Bereich der Wirtschaft ist das gut. Wir haben das auch für die öffentlichen Anstalten hingekriegt, also zum Beispiel Krankenkassen und so eine Sachen. Auch die Deutsche Bahn wird jetzt hingehen müssen und Frauen suchen. Da haben sie sich vor Monaten ja noch heftig gegen gewehrt. Allein für den Bereich der Politik ist bis jetzt natürlich das Paritätgesetz, was wir uns eigentlich vorschwebt, noch sehr am Anfang. Wir hatten zwei auf Landesebene, die beide kassiert wurden von Verfassungsgerichten, sodass wir gucken müssen, wie wir es schaffen, unser Ziel, nämlich Gleichberechtigung von Frauen noch in den Parlamenten und die Verfassung miteinander zu kombinieren, sodass wir dann auch da einen Schritt vorankommen, weil ich meine, das ist schon gruselig, 2020, und du siehst, dass der Frauenanteil im Bundestag zurückgeht und dass wir immer noch kein einziges Landesparlament hatten, wo es jemals in den letzten Jahrzehnten 50-50 stand. Ja, und das kann jetzt nicht nur daran liegen, dass die Männer das alles gut verstehen und die Frauen sich nicht für Politik interessieren. Da sind schon auch einfach gläserne Decken und die müssen wir irgendwie als Sozialdemokratie kaputt machen. Glaubst du denn auch, dass die Parteistrukturen in unserer eigenen Partei eigentlich da noch Nachbesserungsbedarf hätten? Also man sieht das ja auch teilweise in kleineren Ortsvereinen, dass es vielleicht teilweise auch nicht klappt, Frauenquoten zu erfüllen und dass sich da immer hinterher versteckt wird, ja, es möchte ja auch keiner kandidieren von den Frauen und so. Also wir erleben das bei uns auch relativ häufig, dass das dann vorgeschoben wird. Ja, also ich kriege auch ganz oft E-Mails von Genossinnen, die genau mir auch ähnliche Erfahrungen berichten. Wir versuchen dann auch mit Hilfe vom Willy Brandt-Haus vor Ort noch mal auf unsere Satzung hinzuweisen. Und ich glaube, dass wir jetzt eine Doppelspitze haben mit Saskia und Norbert, ist für viele auch ein Vorbild. Also ich kriege das mit, dass das nicht nur in Landesverbänden jetzt gemacht wird, sondern auch in kleinen Ortsvereinen, in Kreistagen, in Fraktionen dort, weil das natürlich für alle auch eine Entlastung ist. Und ich glaube auch, dass man Politik besser machen kann im Endergebnis, wenn da mehrere Perspektiven auf ein Problem kommen. Dass es natürlich auch immer noch, sagen wir mal, 75-Jährige gibt, die seit 30 Jahren im Stadtrat sind und das auch gerne noch weitere 10 Jahre machen wollen. Und dann anderen 25-Jährigen sagen, sie sollen noch erst mal 40 werden, bis sie auf die Liste dürfen. Das ist was menschlich Nachvollziehbares, aber da müssen wir einfach miteinander ins Gespräch kommen, dass das man Politik für alle Generationen macht und sich auch so aufstellt. Ja. Jetzt ist bei uns bei den Jusos damals, als das letztes Jahr hat das angefangen, dass der Punkt diskutiert worden ist, ob man nicht vielleicht sogar eine Jugendquote auf Listen bräuchte, was zum Beispiel Kommunalwahlen angeht. Und das ist halt relativ hart diskutiert worden, wo dann gesagt wurde, muss man wirklich junge Menschen dann sofort mit auf die Liste setzen, muss man das per Quote machen, wie würdest du das sehen? Würde das vielleicht helfen, das alles ein bisschen weiter zu durchmischen? Auf jeden Fall finde ich, dass man in Vorständen den Anspruch haben sollte, alle Generationen zu repräsentieren in den Listen. Bei den Quoten ist es natürlich so, bei Frauen gibt es ein ganz hartes Kriterium, an dem man das festmachen kann. Bei der Frage, wer jung ist, könnte man natürlich das Juso-Alter 35 nehmen. Aber es
ist dann natürlich so, gerade in kleineren Bereichen, dass du dann irgendwann, wenn du mehr als eine Quote hast, dann sagen wir wollen auch Menschen mit Migrationshintergrund auf unseren Listen berücksichtigen und, und. Das schränkt dann irgendwann die Wahl ein. Ich habe gute Erfahrungen mit Vorständen gesammelt, die von vornherein gesagt haben, wir wollen, dass unter den ersten so und so viele Listenplätzen auch 2, 3 unter 35 sind, wie wir das jetzt zum Beispiel unter sehr großen Schmerzen auch bei der Europaliste hinbekommen haben für die Europawahlen, und dass man einfach da aufmerksam ist und das wichtig findet und keine Kultur halt, wo man sagt, also du musst erst mal 10 Jahre irgendwo gesessen haben, bevor du überhaupt mal drüber nachdenken darfst, dass du was wirst. Was mir aber auch wichtig ist, weil ich ja nur auch schon ein paar Jahrzehnte in der Partei ist, dass man gut einschätzt, was man jungen Menschen auch zumuten kann. Und wenn ich weiß, jemand ist in der Endphase seines Studiums und der pendelt irgendwie noch 1,5 Stunden zur Uni, dann tue ich ihm wahrscheinlich keinen Gefallen, wenn ich sage, und jetzt wirst du auch noch Fraktionsvorsitzender. Ja, da muss man auch aufpassen. Ich glaube, wir haben da auch eine Fürsorgepflicht für unsere Jusos. Das stimmt. Würdest du denn sagen, dass in der ganzen Zeit, wo du in der Politik bist, dass du da auch politische Vorbilder für dich selber gefunden hast, wo du dich auch ab und zu dran orientierst? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja in die SPD Brandenburg gekommen zu einer Zeit, als Manfred Stolpe Ministerpräsident war und Regine Hildebrand. Von Regine Hildebrand kann man lernen, dass also eine harte Auseinandersetzung auch sehr viel Spaß machen kann. Also mit der konnte man richtig heftig streiten. Und das ist natürlich auch wichtig, weil gerade für eine junge Frau ist die Atmosphäre in der Politik natürlich manchmal robust. Und dann aber trotzdem zu sagen, das ist mein Standpunkt, für den kämpfe ich, das ist unglaublich wichtig. Und Manfred Stolpe hat allen Menschen das Gefühl gegeben, dass er bei ihnen ist und auch wenn er ihre Probleme nicht alle sofort lösen kann, wir hatten ja damals Massenarbeitslosigkeit und echt schwierige Zeiten, dass er Politik im Sinne der Menschen betreibt und nie dabei zynisch wurde. Das ist ja etwas, was leider bei manchen Politikern im Laufe der Jahre passiert, dass sie so viele Probleme gesehen haben oder so viele Konflikte bewältigen mussten, dass sie auch gar nicht mehr mit den Menschen und bei den Menschen sind, sondern eher das alles nur noch als Machtfrage sehen. Und das sollte einem nicht passieren. Wie würdest du sagen, also wenn man das quasi jetzt sagen kann, der Politikstil von Clara Geiwitz, wie würde man jetzt sagen, würdest du deinen eigenen Politikstil beschreiben? Na, ich würde sagen, aufsuchen, Problem anhören und dann darüber nachdenken, mit welchen rechtlichen Möglichkeiten, Hebeln oder Netzwerken man ein Problem lösen kann. Also sehr praktisch. Und jetzt muss ich das Thema doch ansprechen, weil das ja gerade auch bei den Jusos eigentlich immer so die Frage zur großen Koalition und wie soll es eigentlich nächstes Jahr bei der Bundestagswahl aussehen. Sollen wir uns quasi im Vorfeld schon positionieren, dass wir es nicht machen und kommen dann wieder in die Bredouille, wie wir sie mit Schulz gehabt haben. Wie würdest du das eigentlich sehen, das Thema große Koalition? Also Ich glaube, es gibt niemanden in der SPD, den ich kenne. Vielleicht gibt es in jedem Ortsverein gibt es ja einen, der es immer anders sieht als der Rest der Gruppe. Aber ehrlich gesagt, ich weiß, dass mittlerweile viele in der SPD der Meinung sind, wir sollten und dürfen nicht nochmal in eine große Koalition. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich finde, wir leisten jetzt Ordentliches. Also wenn man sich Hubi anguckt mit seinem Lieferkettengesetz oder mit dem, was er jetzt versucht gegen diese furchtbare Fleischlobby da in guter Arbeit durchzusetzen, müssen wir uns absolut, also können wir stolz auf uns sein. Aber auf der anderen Seite leidet natürlich auch die Unterscheidbarkeit zwischen SPD und CDU. Und deswegen müssen wir so stark werden, dass wir andere Optionen haben als die große Koalition. Auf der anderen Seite ist auch klar, als Demokrat sage ich, für mich sind radikale Parteien wie die AfD kein Koalitionspartner. Die CDU ist natürlich als Volkspartei prinzipiell ein Koalitionspartner für die SPD, aber vielleicht nicht beim nächsten Mal. Und was wären quasi so die Punkte, die wir uns für 2021 noch stecken sollten, bis dann wirklich die Wahl ansteht? Also was wir jetzt noch hinkriegen wollen, ist die ganze Frage der Regulierung der
Fleischindustrie, da die Arbeitsbedingungen ordentlich zu machen, das ist wichtig. Das, was ich vorhin gesagt habe, das Führungspositionsgesetz, das will ich auf jeden Fall auch noch, dass wir das in dieser Legislaturperiode hinbekommen. Und dann wird sicherlich der Haushalt noch eingebracht werden müssen. Und wir sitzen ja jetzt zu einer Zeit, wo parallel die Ministerpräsidenten noch tagen. Die ganze Frage Corona-Hilfen im Dezember, wie geht es weiter, auch mit der Unterstützung der Arbeitnehmer in den betroffenen Branchen, das wird uns noch bis weit ins nächste Jahr beschäftigen. Und du hast das Thema Corona schon angesprochen. Ich weiß, also es ist jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr massiver Einschränkungen. Wie würdest du eigentlich sehen, muss das 2021 weitergehen? Also welche Ziele muss man jetzt eigentlich noch in Angriff nehmen, um die Corona-Pandemie vielleicht eindämmen zu können oder auf lange Sicht auch bekämpfen zu können? Naja, richtig weg ist er natürlich erst, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Und bis dahin werden wir sicherlich Einschränkungen auf uns nehmen müssen, auch gerade zum Schutz derjenigen, die nicht so fit sind, die vielleicht schon lebensälter sind, die eine Vorerkrankung haben. Und wir müssen gucken, dass der Staat in der Zeit alles tut, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wichtige Branchen stabilisiert sind, dass wir aber auch zum Beispiel die Bildungschancen der Jugendlichen nicht gefährden, indem wir zu früh die Schulen wieder schließen. Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch, und da setze ich auch auf die Jusos, die Frage diskutieren, spätestens im nächsten Bundestagswahlkampf, wer finanziert denn eigentlich bitteschön das Ganze? Ja? Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir beantworten müssen, weil wir natürlich jetzt hoch in die Verschuldung gegangen sind, auch um Branchen zu retten. Und da bin ich auch der Meinung, das war eine richtige Entscheidung. Aber natürlich müssen wir über die Frage der Steuereinnahmen sprechen. Und das Zweite, was sich auch gezeigt hat, ist unter dem Stichwort Applaus für die Helfer. Es gibt einfach Bereiche, die wo wir als Sozialdemokraten zusammen mit den Gewerkschaften hart dafür kämpfen müssen, dass das Lohnniveau deutlich nach oben geht. Also der alte Verweis darauf, dass man in Deutschland wesentlich mehr Geld bekommt, wenn man sich um die Autos von anderen Menschen kümmert, als wenn man sich um die Kinder von anderen Menschen kümmert, der stimmt ja immer noch. Im Gesundheitswesen wird hart gearbeitet, aber schlecht verdient, eben so in der Pflegebranche. Also das sind so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall auf der Agenda haben müssen nächstes Jahr. Und wie sollten wir uns bei dem Thema Alarmstufe Rot positionieren? Also wir haben halt auch bei Sozen TV zum Beispiel mit zwei Musikern hier aus der Region gesprochen, die halt auch eben gesagt haben, dass an vielen Stellen sie teilweise so ein bisschen Angst haben, wie ihre Existenz jetzt überhaupt weitergehen soll, weil sie das Gefühl haben, dass in Berlin zwar sehr viel geredet worden ist von der Politik, aber irgendwie noch nichts Handfestes dabei rausgekommen ist, was jetzt irgendwie die nächsten Monate sichern würde. Also die Hilfen, die für alle da sind in unserem Sozialsystem, stehen natürlich auch Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung. Dann gibt es ja auch den Verdienstausfall, der berechnet wird entweder nach dem Ausfall im November oder nachdem, wenn man im November letzten Jahres keinen Schnitt hatte, keinen Umsatz hatte, nach dem Monatsschnitt des Jahres. Aber natürlich in einer Situation, wo du nicht auftreten kannst, kannst du natürlich auch überhaupt gar nicht planen. Und ein Punkt, der wichtig ist, ist für mich die Frage, wie bekommen zum Beispiel diese Form von Künstlern auch, weil nicht alle in die Künstlersozialkasse können, eine Rentenantwortschaft, die armutsfest ist. Das ist etwas, was wir jetzt im Bundestagswahlprogramm auch diskutieren werden. Und das Zweite ist natürlich, es gibt auch ja zum Beispiel in Berlin staatlich geförderte Institutionen, die sagen, wir geben zum Beispiel unseren Konzertsaal, wenn man wieder auftreten kann, einmal mietfrei an Künstler, die sich bewerben können, um hier aufzutreten. Weil ich meine, den Künstlern geht es ja nicht darum, dass sie nur Geld vom Staat kriegen. Die wollen ja wieder auftreten, die wollen ja Musik machen, die wollen Theater spielen. Und ich finde, wenn jetzt zum Beispiel Institutionen, die eine staatliche Absicherung haben, über so Auftrittsstätten verfügen, ist das ein großes Zeichen von Solidarität, wenn man zum Beispiel sagt, wir nehmen nächstes Jahr mehr freie Künstler mit in unser Repertoire und erlassen denen zum Beispiel die Bühnenmiete. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir ganz konkret vorstellen könnte. Ja, ich bleibe jetzt nochmal bei Berlin und ich meine, wir haben die Bilder alle gesehen von den Querdenker-Demonstrationen, jetzt auch nochmal ganz aktuell. Hast du eigentlich den Eindruck, dass Corona eigentlich die Gesellschaft an sich viel mehr gespalten hat und dass wir da eigentlich auch gucken müssen, dass wir da wieder alle an einen Tisch bekommen, weil
Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass einige Leute, die da auch mit demonstrieren mit Neonazis, eigentlich auch, dass man die vielleicht schon so ein Stück weit verloren hat. Und da habe ich eine große Angst vor. Also das ist eine sehr krude Mischung. Du hast es gesagt, das sind also wirklich organisierte rechtsextreme Strukturen, die gab es leider immer schon, die haben sich auch immer mobilisieren lassen. Da wusste man auch immer, dass man eine Szene hat, die, egal ob das jetzt in Ostdeutschland ist oder in Westdeutschland, einfach ein paar tausend Leute auf die Beine kriegt. Was mir große Sorgen macht, ist die ganze Abteilung Verschwörungstheorie. Weil ich glaube, jenseits der Leute, die man da jetzt gesehen hat mit ihren Aluhuten und so, ist mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass sehr viele Leute heutzutage von mir, denen man das gar nicht erwartet hätte, auch teilweise wirklich eigentlich normalerweise erkennbar Verschwörungstheorien verbreiten, sie plausibel finden oder zumindest für nicht ausgeschlossen betrachten. Und ich glaube, dass wir als progressive Politiker schauen müssen, dass faktenbasierte, wissenschaftsbasierte Prozesse, dass die wieder ihren eigenen Wert bekommen und das nicht in Frage gestellt wird, wenn etwas wissenschaftlich bewiesen ist. Mir hat das vor kurzem unsere Wissenschaftsministerin Manja Schüle mal an einem schönen Beispiel gesagt. Sie hat gesagt, vor 10 Jahren, wenn da einer gesagt hat, der Baum ist rot, dann haben alle gesagt, nee, der Baum ist grün, du spinnst. So, wenn heute einer sagt, der Baum ist rot, dann sagen wir, es ist vielleicht deine Meinung, dass der Baum rot ist, aber meine Meinung ist, dass der Baum grün ist. So, das heißt, wir haben schon sehr viel Platz gesellschaftlich gelassen in dem Diskurs, überhaupt die Fakten, die wir ja haben, in unserer wissensbasierten Gesellschaft in Frage zu stellen und sie nicht als per se anzusehen, jenseits natürlich des legitimen wissenschaftlichen Diskurses über unterschiedlichste Erkenntnisse. Und das hat schon sehr viel, das hat man gesehen in den USA, auch mit dieser ganzen Verachtung der Rechten zu tun, der Populisten, was so Media, also das, was Donald Trump immer gesagt hat, alternative Fakten, diese liberale Mainstream-Presse, die versucht uns alle doch nur in die eine Richtung zu drücken. Und das hat natürlich auch irgendwann mal nach ein paar Jahren Wirkung gezeitigt. Glaubst du, dass also Donald Trump hast du ja auch gerade selber nochmal angesprochen. Glaubst du, dass, also klar ist Trump jetzt gerade weg als US-Präsident, aber dass einfach das, was er in seinem Land hinterlassen hat, aber auch vielleicht in der Wahrnehmung nach außen hinterlassen hat, uns noch Jahre begleiten wird und dass da vielleicht auch noch viel Arbeit auf uns zukommt, das wieder aus den Köpfen rauszukriegen? Ja, auf jeden Fall. Also die USA sind ja immer noch stark polarisiert. Ich meine, als Europäer kann man schwer verstehen, wie Donald Trump überhaupt gewinnen konnte, aber erst noch viel schwerer kann man nachvollziehen, wie er nach 4 Jahren Präsidentschaft und was für einer, ja immer noch Bundesstaaten hat, wo eine große Mehrheit hinter ihm steht. Ja, also da denkt man ja, was ist das? Und das ist natürlich, da muss man sich nicht vormachen, das wird diese Polarisierung, die auch sehr viele ökonomische Faktoren in den USA hat, die sehr viel mit unterschiedlichen Lebenschancen zu tun hat, ob du in der Mitte des Landes bist oder an den Küsten. Das hat sehr viel auch mit der Frage zu tun, wie interagierst du mit den anderen Ländern auf der Welt oder machst du das überhaupt nicht. Das wird ganz schwierig sein, das zu überwinden. Und natürlich auch gibt es in den USA halt einfach diese krasse Medienpolarisierung. Also ich habe in der Wahlnacht, also in der Woche, wo sie da erzählt haben, habe ich öfter mal zwischen Fox News und CNN geswitcht und ich habe gedacht, ach krass, ich meine, das sind irgendwie Berichte von zwei unterschiedlichen Planeten. Ja? Und ich meine, wenn du in Deutschland ganze ARD oder ZDF gucken oder meinetwegen noch RBB oder RTL oder ProSieben, die machen was länger oder was kürzer, aber die sind sich doch eigentlich bei den Fakten relativ einig, ja. Und deswegen, also was ich zum Beispiel jetzt auch echt gruselig finde, ist, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in Sachsen-Anhalt, da will die CDU ja dem Rundfunkstaatsvertrag nicht zustimmen. Das heißt, sie sagen, sie sind gegen die leichte Gebührenerhöhung, aber natürlich schwingt da auch immer mit, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so, wie er ist, nicht in Ordnung und muss ganz dringend
reformiert werden. Und ich bin sehr glücklich, nicht mit jeder Sendung, nicht mit jedem Kommentar über das, was die SPD wieder alles hätte und anders und überhaupt, aber dass wir so ein breites Angebot haben an seriösem Journalismus, das ist schon ein großes Geschenk. Gerade wenn man mal im Ausland durch die Fernsehsender seppt, dann weiß man, was wir hier haben auch. Das stimmt. Aber man muss ja Fox News wenigstens zugute halten, dass sie irgendwann gesagt haben, nee, also Donald Trump, das geben wir uns jetzt auch nicht mehr, dass er da gerade seine Lügen erzählt in der Pressekonferenz. Das fand ich ja doch einen bemerkenswerten journalistischen Schritt, da zu sagen, wir kappen das Ganze jetzt. Ja, also das wird, glaube ich, auch vermerkt. Ich meine, Donald Trump hat ja gleich gesagt, wenn ihr nicht mehr mitmacht, dann mache ich jetzt mein eigenes Netzwerk. Aber ich glaube, irgendwann wird, ich meine, das sind ja auch Journalisten, die da arbeiten, und irgendwann musst du dich halt entscheiden, ob du Journalist bleiben willst oder jetzt komplett einfach Propaganda machen willst. Aber sag mal, wo wir jetzt schon darüber reden, gucken denn so Menschen in deiner Generation eigentlich noch dieses lineare Fernsehen oder ist das sozusagen, guckt ihr das nur noch auf dem Computer und wisst, dass es dazu auch noch eine Sendeanstalt gibt? Also ich sag mal so, vieles verlagert sich halt auf die Apps der jeweiligen Anbieter. Ich zum Beispiel selber habe jetzt die ARD-Mediathek oder die ZDF-Mediathek, wo ich halt auch ganz gerne mich nochmal informiere. Zusätzlich zu der Tagesschau-App ist bei uns auch eigentlich immer sehr hoch im Kurs, die Spiegel-App. Also ich kann jetzt halt nur für mich und meinen Freundeskreis reden, dass ich eigentlich und auch mein Freundeskreis da ziemlich informiert sind, was das angeht. Auch abends vielleicht nochmal in die Tagesschau reingucken, wenn in der App nicht alles zu 100% irgendwie ausführlich da ist, wobei aber die App sich ja auch immer weiter verbessert von den Artikeln, finde ich. Aber so, dass dieses lineare Fernsehen, dass man sich wirklich abends noch hinsetzt und sagt, jetzt gucke ich mal irgendwie eine Sendung, ist sehr, sehr wenig geworden, finde ich zumindest. Hast du denn noch einen Fernsehapparat in deinem Zimmer? Ja, aber der steht quasi nur noch zur Zierde. Also ich gucke ab und zu mit meinen Eltern noch irgendwie, wenn man sich dann mal trifft. Aber dass ich jetzt sage, ich bin jetzt wirklich im Punkt, die Uhrzeit, wenn die Sendung auch läuft, sitze ich da vom Fernseher. Das hat echt stark nachgelassen, einfach weil man ja quasi immer und überall streamen kann und sagen kann, ich kann die Sendung jetzt auch noch eine Stunde später gucken und oder kann von letzter Woche nochmal zurückseppen. Ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Jetzt von meiner Freundin zum Beispiel, die ist Telekom-Kundin, hat dieses Magenta-TV. Und da war ich erstmal total begeistert davon, dass man mittendrin auch noch abstoppen kann, dann wieder zurückspulen und neu. Da war ich selber erstmal überrascht, was da wieder möglich ist. Ja, siehst du, und meine Jungs waren heute total happy, als ich ihnen gesagt habe, ich nehme heute Abend ein YouTube-Video auf, weil sie den ganzen Tag nichts anderes machen. Jedenfalls so lange, wie ich ihnen das erlaube, als YouTube-Videos zu schauen. Ja, guck mal, so haben wir das quasi gestartet, das Format. Wir haben halt gedacht, wir wollen irgendwie. Ne, wir haben uns das anfangs auch anders gedacht. Wir wollten eigentlich auch mehr Präsenzinterviews führen. Dann kam halt Corona und man konnte einiges nicht mehr so in Präsenz machen. Aber unser Ziel von dem Format war halt einfach, dass wir das Thema Politik locker angehen wollten und das einfach auch aufbereiten wollen auf einem Medium, wo vielleicht auch viele, ich sag mal, jüngere Menschen sich einfach auch eher rumtreiben als vielleicht auf irgendwelchen Internetseiten. Oder ich habe halt das Gefühl, dass wir viele auch von der Partei einfach nicht mehr erreichen. Und deshalb haben wir gesagt, müssen wir jetzt irgendwie auf YouTube dem was entgegensetzen, dass das Thema Politik vielleicht leichter angegangen wird. Ja, deswegen mache ich auch gerne mit. Das freut uns. Und solange ich nicht Minecraft mit dir spielen muss, ist alles gut. Nee, wir treffen uns das nächste Mal zu FIFA, ne? ich würde dich noch ganz gerne fragen, wir haben ja unseren Außenminister Heiko Maas. Was denkst du, sollten jetzt die Punkte sein, die wir halt außenpolitisch an den neuen US-Präsidenten Joe Biden eigentlich fordern sollten? Ehrlich gesagt, finde ich, ist jetzt erstmal gar nicht die Zeit, um zu fordern. Also erstens ist er ja erst im Januar so richtig offiziell im Amt. Zweitens hat er ja schon auch starke Signale ausgesandt, dass ihm internationale Organisationen wichtig sind, dass er das Klimaschutzabkommen wieder unterschreiben will, dass er die Weltgesundheitsorganisation unterschreiben will. Und ich glaube, das sind erstmal richtig gute Zeichen. Und wir werden natürlich auch ausdiskutieren müssen, wie sich das amerikanisch-europäische Verhältnis wieder normalisiert. Aber ein paar Sachen, die Donald Trump gesagt hat, die wird wahrscheinlich auch Joe Biden sagen, sicherlich anständiger, freundlicher. Aber die Frage der eigenen, zum Beispiel Verteidigungskapazitäten, von Europa, die werden auch weiter auf der Tagesordnung bleiben, aber ich hoffe natürlich, dass man die mit Joe Biden
auch langfristiger und seriöser diskutieren kann. Weil ich natürlich auch verstehen kann, dass ein normaler amerikanischer Steuerzahler sagt, warum er denn jetzt die Armee in Europa finanzieren muss. Die haben da so einen schönen Sozialstaat und das haben wir in den USA nicht. Und dafür zahlen wir aber deren militärischen Schutz. Das ist jetzt ganz vereinfacht. Ja. Und da wird man natürlich auch einfach gucken müssen, und zwar nicht Deutschland alleine, sondern mit unseren europäischen Partnern, wie wir es schaffen. Auch muss ja nicht zwingend durch mehr Militärpräsenz, kann ja auch durch andere diplomatische oder entwicklungspolitische Maßnahmen sein, auch einfach die Rolle Europas, zumindest in den Nachbarregionen, zu stärken. Ich denke, dass der Januar da in vielerlei Hinsicht ein spannender Monat werden wird und generell 2021, wie die Beziehungen sich einfach neu entwickeln werden, denke ich mal. Also sie werden auf jeden Fall besser werden und das nicht nur zwischen den USA und Deutschland. Ich hatte gestern eine Runde mit Another Europe, das ist so eine Organisation aus London, und die haben natürlich zum Beispiel unter dem Aspekt geschaut, was macht das Ganze mit den Brexit-Verhandlungen. Also Donald Trump hat ja Boris Johnson stark unterstützt bei seinem Austritt aus der Europäischen Union, währenddessen Joe Biden ja irische Wurzeln hat. Das heißt, er wird natürlich genau schauen, dass die irischen Interessen da auch berücksichtigt werden. Das ist ja einer der Knackepunkte wegen der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Und da verschiebt sich zum Beispiel auch einfach die Verhandlungsposition von Großbritannien jetzt auch. Also das hat nicht nur Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Amerika, sondern auch in Europa wird sich dadurch einiges tun. Ich meine, es ist ja wirklich sehr interessant bis schwierig, dass zum Beispiel die polnische Regierung bis jetzt Joe Biden noch nicht gratuliert hat. Das stimmt. Findest du eigentlich, dass da die EU auch eigentlich generell gucken müsste? Also man sagt ja immer Polen und Ungarn. Bei uns ist es immer irgendwie Thema, dass wir sagen, wir wollen ein geeintes Europa, und dann sehen wir die Haltung von Ungarn und Polen und fragen uns einfach so, warum kommen da keine Sanktionen? Naja gut, ich meine, wir sind alle Mitglieder in der EU, das heißt, du kannst jetzt natürlich keine Wirtschaftssanktionen gegen Mitgliedstaat verhängen. Wir haben die Verträge freier Warenverkehr. Das, was jetzt diskutiert wird in Brüssel, nämlich diese Rechtsstaatsklausel als Voraussetzung für EU-Finanzierung, finde ich ein sehr gutes Instrument, weil wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft, aber das geht nicht nur um Austausch von Waren, sondern es geht auch um gemeinsame geteilte Werte. Ansonsten finde ich, aufgrund unserer deutschen Geschichte, sollten wir Deutschen vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen und den Polen sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Ich glaube, da steht es uns gut an, dass wir auch einfach die innerpolnische Opposition, und die gibt es ja massiv, dass wir die unterstützen, also zum Beispiel mit den streikenden polnischen Frauen uns solidarisch erklären. Das machen ja auch viele ASF-Frauen, wenn du mal im Netz unterwegs bist. Ich weiß, dass es auch diesen Reflex gibt, wenn die deutsche Seite was kritisiert, dass dann ganz viele Polen sagen, auch wenn ich meine Regierung nicht leiden kann, aber wir lassen uns jetzt nicht von außen in der Frage was vorschreiben. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen die polnische Zivilgesellschaft stärken. Wir dürfen auch nicht aufhören, den Dialog zu führen mit der polnischen Zivilgesellschaft, mit unseren Partnerschaften, auch wenn es manchmal da schwierig wird. Die Lösung, die jetzt in die EU angedacht ist, nämlich dass es eine Kopplung gibt der Finanzierung an Rechtsstaatlichkeit, ist ganz richtig. Aber Sanktionen sehe ich natürlich in der europäischen nicht. Ja, ich würde ganz gerne noch eine persönliche Frage machen. Und zwar, gibt es eigentlich so ein lustiges, persönliches, politisches Erlebnis, was du in all deiner Zeit in der Politik irgendwie noch erinnerst? Oh Gott, lustige persönliche Erlebnisse gab es natürlich jede Menge. Aber wenn du mich jetzt so auf den Applaus fragst, ich meine, Lothar Winding, der hinter dir sitzt, ist natürlich immer ein Garant für gute Unterhaltung. Aber wenn ich jetzt sagen muss, also das war das eines Tages, wo mir mal richtig was Peinliches passiert ist, das habe ich offensichtlich ganz schnell auch wieder verdrängt. Ach doch, einmal gab es, ich war im Landtag und habe vor dem Plenarsaal geschwatzt und habe dann nicht mitgekriegt, dass ich eigentlich ans Rednerpult müsste,
Und bin dann reingerufen worden, es war hochnotpeinlich, so etwa wie zu spät kommen in der Schule, nur dass die Kameras draufhalten. Und dann war ich erstmal total geflasht und habe, glaube ich, die ersten 4 Minuten ziemlichen Blödsinn erzählt. bis ich mich dann irgendwie wieder einigermaßen erinnern konnte, worüber ich jetzt eigentlich reden wollte. Aber du hast es überlebt. Ja, also Improvisation ist etwas, was ich jedem raten würde zu üben, der in die Politik geht. Da gibt es ja wunderbares Impro-Theater und andere Sachen, die man da machen kann, weil das ist einfach so, das siehst du jetzt, dass du so schnell mit so unterschiedlichen Situationen, Leuten und Argumenten konfrontiert wirst, dass du einfach immer ganz schnell reagieren können solltest. Das glaube ich. Ja, die letzte Frage bei Sozen TV ist immer eine kreative Frage und wir stellen unseren Gästen dann immer die Frage und erstmal kommt dieses große Oh Gott, oh Gott. Ja, also wenn du dir vorstellen müsstest, ein Abendessen mit 3 Personen der aktiven oder vergangenen Zeitgeschichte zu verbringen, welche wären das eigentlich? Also ich würde gerne Helmut Schmidt nochmal richtig befragen, auch auf die Gefahr, dass ja mein Wohnzimmer dann voll rauchen würde. Dann fände ich es cool, wenn Hillary Clinton mir sagen würde, wie es jetzt wirklich war, so überhaupt und insgesamt, und mir erklärt, wie wir es wieder hinkriegen, die USA besser zu verstehen. Und dann würde ich meinen guten Kumpel Cosmos einladen, der ist zwar nicht berühmt, aber der kommt aus Nigeria, aus der wunderschönen Stadt Abuja. Und ich finde, wenn man Perspektiven jenseits von unseren amerikanisch-europäischen Blickwinkeln noch in so eine Debatte reinkriegen würde, das würde das Ganze bereichern. Das ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, also interessante Gesprächspartner für den Abend. Ja, Clara, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Gerne.